Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, wir müssen diese Woche gegen die Patriots spielen. Die sind mit uns in derselben Conference und stehen 7-0. Das ist also ein wichtiges Spiel. Wenn wir gegen die gewinnen, ziehen wir mit denen gleich. Und gleich ziehen wäre ja schon mal was Gutes. Gleichzeitig muss ich aber sagen, wenn ich gegen die jetzt auch gewinne, werde ich wahrscheinlich den Schwierigkeitsgrad hochregeln. Da ich der Meinung bin, dann, dass es vielleicht doch ein bisschen leicht ist. Klar, ich gewinne nicht mit hoher Punktzahl, aber es muss ja nicht sein. Aber ich hätte dann 7 Spiele in Folge gewonnen und ja. Solange es nach oben geht, will ich dann noch eins nach oben gehen. Ich müsste auf jeden Fall gehen, ich bin gerade bei Profi. Sollte eine Schwierigkeitsgrad nach oben noch drin sein. So, Patriots, wir kicken in die Mitte. Es wird jetzt interessant. So. Ich spiel mal den einfach mal. Wie gesagt, wenn ihr wollt, immer Tipps unten in die Kommentare schreiben. Bin über jeden Tipp dankbar. So, das wäre schon mal eine dumme Idee. Run around the offensive line in pregame. Get used to the ground shaking so you don't trip and fall when it happens in a game. Das Umstellen hat sich gerade echt gelohnt. Ich habe keine Ahnung, warum ich umgestellt habe. Aber mir hat das Play nicht gefallen, was ich da bekommen habe. He's not immune to the big hit. In this case, he kept it and absorbed it anyway. So. Brady gonna try and throw on third down. This is White on the screen. Ah, geil. 3 and out by the Patriots. This is good. Wenn wir es jetzt schaffen zu punkten. Gott sei Dank geht der Ball noch raus. Wir kriegen den Ball an der 25. Playtap. Inside Handoff. Ich mach mein Handy auf stumm, sorry. Ah. Oh, ich bleib immer irgendwo hängen. Wir machen es nochmal. So, das waren jetzt schon ein paar mehr Yards. Das waren jetzt 4 Yards. Ändert nichts daran, dass wir trotzdem passen müssen. Ich könnte auch nochmal rennen, aber so confident bin ich nicht. Die blitzen. Das ging lang. Das war echt lang jetzt. Von 27 Yards. We can talk all we want about football being a game of strength and bond. It's also a game of inside and off. Trying to create one there. Get it to their back out of the backfield to make a bigger play. Hat der Quad auf uns schon gewartet. Let him use his leg. Yeah, if he can get a matchup against a linebacker. Wir machen nochmal inside and off. Jetzt fing jetzt bitte in das Laufspiel. Und das Set. Hat. So, war mein First Down bekommen. Ab und zu lohnt sich dieser Zwing. Well, one unit I know you want to watch is that offensive line. If they keep clearing holes like that,
Could be a long night defensively. No doubt about it, because when they're in sync, as we're seeing so. Da konnte ich nach links nicht durch, da wäre ich irgendwo rangegangen. Da hat sich das jetzt schon mehr gelohnt. Defensive front linebackers. You're exactly right. Could be a very long night for the defense, because someone's going to run for some big yardage. Ja, immer funktioniert es halt nicht. Immer funktioniert es halt nicht. Dann passen wir. So, hier. Agreed, and they really needed that one for confidence, just to feel a little bit better. But I don't know if I would be daunted by them stopping me on one run. This drive has gone pretty well. I could come right back at them. Schade, aber 50 Yard Field Goal oder wir gehen dafür. 50 Yard Field Goal ist, bin ich safe genug. Bevor ich jetzt riskiere, gar nichts zu kriegen. Benjamin ist einfach unser Mann bei solchen Sachen. So, wir machen jetzt mal einen Play-Action-Pass. Und zwar den hier. Wir bleiben dabei. Wieso werfe ich den dahin? Wieso werfe ich den dahin? Na, war jetzt echt nicht schlau. Sollte keine Play-Action-Pass machen. Auf einige ich mich jetzt. When you play younger quarterbacks, what's it like for you? And he says it's like being a boxer. I give him a lot of different angles, a lot of different looks. Play action passes. Das zieh ich aber noch nicht hin. Das ist momentan viel zu viel Risiko. Mache ich also nicht mehr. Nächstes Mal mache ich einfach ganz normal wieder Lauf oder Pass. So, wir spielen mal Karatur. There are so many things to watch for when you play defense, and reading your keys, you always hear about that, and having your eyes in the right place. Sometimes your eyes can fool you. How about that play action there? That sprang the big guy, didn't it? So. 2 Yards im Run können die ruhig haben. Ich mach jetzt nicht viel aus. Those big defensive linemen will take the bait and move laterally and open up a crease that they can run through. It didn't happen on that. Nach hinten mit dir. Dritter und 7. Kriege ich dich wieder raus? Sometimes your flashes get challenged at times you don't want them to. They did try to stick to the running game on the first two plays. Didn't amount to much. And now facing a third and long at the outset of his drive. And a dump off. Ja, und weg mit dem. Dann sind wir wieder dran. Fang an der 37 an, das ist schon mal gut. Fang diesmal mit einem Outside-Handoff an und wir fangen mit dem Wide Receiver Quick an. To make people miss and pick up the first down. In this case, it didn't happen. Allen and the Bills now with a first and 10. It outside, but he's only able to get it back to the line of scrimmage. War leider nix. Gehen wir wieder zu einem Inside Handoff. The stop for no gain brings up second and 10 from the 20. They give it to Ivory. Da hatte ich dich schon freigesehen und dann ist er im letzten Moment mir noch in den Weg gelaufen. Dann gehen wir zum Shotgun Pass. And this is why aggressive defense coordinators love to blitz. It wreaks havoc because they end up taking their attention to the blitzers, freed up the D linemen to make the play.
Wollte ich ihn gerade werfen. Da müssen wir punten. Da riskiere ich jetzt keinen Turnover und Downs. Das riskiere ich hier nicht. Wir gehen wieder auf Cover 2. Coming up at the half, a reminder, we go back to Orlando to check in with Jonathan Coachman and have a look back at our first half, as well as a look ahead to what's coming up later this weekend. Now Brady, over the middle, complete. It's Gordon. And he's got it past the 30 before he's hit and dropped. The drive starting with a first down, 11 yards on that pick. I think it all came together there. In breaking route, drove it with excellent pace. Money throw right there to move the sticks. Throwing now is Brady. They'll try and set up the screen. It's and he'll be brought down. Da kommt gerade gut voran. 7 yards there on the first down screen. Ich hätte dir erkennen müssen, dass es ein Screen ist. That might break big. Screen pass. Looked like it was coming together. Looked like there was an opening. Still ended up with a solid game. To throw, it's Brady. Okay, wir wechseln jetzt wieder. Ich mach mal das hier. The Patriot passing game is rolling. They've got another first down. False start. We'll back them up 5. False start offense. Gott sei Dank. Wir spielen mal Zone Blitz. Zone Sweep Blitz Deep Pass, glaube ich. Oh, nee, Mann. Dude, nicht verletzen. Nicht in diesem Spiel. Substitute. Bringt dir nix. Wir können jetzt mal schauen, ob wir es schaffen, jetzt noch zu einem Field Goal zu kommen. Dann fangen wir mal mit einem Standardpass an. And things haven't started so well for this side. 2 drives, 2 punts. So now you've got to start looking not just at play calling, but which guy's going to step forward and say, okay, let's get this thing done. Because within that unit of 11, sometimes one guy. Nehmen wir einen Timeout. Wir haben ja. And break through the barrier. Huh? And now before this first down play, we're going to get a timeout here. As the clock will stop with 37 seconds to play in this first half. From up near the 40 now after the big play to start. Here's another first and 10. First down, and they're going to throw with Allen. Whoa. Incomplete. The veteran Jason McCourty there to make sure that one didn't find its target. Wir haben eigentlich noch genug Zeit. Shown them a lot of different looks here in the first half. They've come after them. They've sat back. I think that's what you need to do to keep an offense guessing. And they certainly have kept them on their toes. That's why they haven't had much success on the scoreboard. Left side here, caught by Clay. Was für Flag? Offside, defense. Decline. So offside's the call, and they understandably decline it. And this is why we're seeing more and more teams hiring that one coach to the staff. That's in charge of all these things. This one's minor. It's pretty easy to figure out. But all the game management stuff, trying to help out the head coach in his decision-making process. Ich kack. Ohne Scheiß. Wieso werfe ich einen Ball dahin, wo 4 Leute sind von den Gegnern und bloß einer von mir? Oh Mann. Manchmal bin ich auch einfach zu festgesessen, dass ich bevor das Spiel zu Beginn quasi schon sagt, da werfe ich hin, dann will ich das unbedingt machen, obwohl das richtig dumm ist.
verdammte Hurenscheiße, ey. Kein Touchdown, schon zwei Interceptions geworfen. The slot receivers do the same thing with their quickness, their speed, and their route running savvy. Now Brady. Oh, it's a screen pass. Habt ihr gesehen, wie ich mich da hingeflogen, bin, also sehen. Nix da. Ach Gott sei Dank, wenigstens 0-0. Mach jetzt auch gar nichts machen. Die Special Team, Clock Management, QB Kneel. Likely time for one final snap as they start out first and 10. And we will likely not see another play here as they take the knee and into the intermission all time. Well, I know we have a time update after all. Seems like everyone's ready to go here for the second half in week. Wir bekommen sogar den Ball. Vielleicht jetzt komplett verschwitzt. Sagen wir mal, wie John Wild. So. 29. Fang an mit dem Counter. Wir kriegen es noch hin. Da hätte ich den auch einfach hinterher laufen können, mit dem Fahrblocker eigentlich. Is it through a big chunk play that they haven't seen before? Or is it just running your regular offense and running it better, trying to create an opportunity? Oh, da bin ich über meinen eigenen Typen gestolpert. Gott, das kann doch nicht wahr sein. C6. Extra beef, they want to run the football. But that means they probably want to run it inside. If you get strung out on the perimeter, you're in peril. Yeah, we saw the result. Ah, grad läuft echt nicht. Kommt jetzt gleich von außen, Blitz. Oh, wie ich das sogar gesehen habe und gecallt habe. Und irgendwie verletzt sich jedes Play einer von mir. So, laufen wir mal wieder. Und er hat mich wieder geblockt. Laufen wir wieder. Doch grad lächerlich. First down. Nice. Substitute. Junge, jetzt kann sich doch nicht jeder scheiß Spieler von mir verletzen. Durch die Mitte funktioniert es, kann's laufen. 10 yards, good enough for a Buffalo first down. At this stage of the game, the run pass numbers are a little bit out of whack because most of their yardage has come through the air. Wir müssten jetzt irgendwann mein Laufspiel respektieren. Da schubst du ihm echt in den Lauf rein! Was geht mit dir falsch, Junge? Du weißt doch das scheiß Play! Boah. Chris Kotzen. Das fühlt sich cool. Oh, gepancaked und so. Aber vermacht halt den Spielzug. So.
Kreta, Standardpass. Wir werfen gegen. And guess what? Now you're getting ready to tee off on their quarterback because they have to throw it all the time. But you still have to be alert for the draws and other plays of that nature to make sure you don't get hurt. Now Allen, he's got the first down. Touchdown! Woo! Nice! Endlich! Tut es gut! Tut das gut! Endlich mal ein Touchdown! Is increasingly crucial. Who can put points on the board to make the other team chase? Da fühlt man sich direkt besser, wenn es nicht mal 0-0 steht, sondern man vorne ist. Können wir auch mal schauen, dass wir einfach ein bisschen Zeit runterholen dann, wenn wir wieder dran sind. Quasi langsam das Feld runterlaufen, was wir eigentlich so oder so gemacht haben. Das eigentlich immer machen, weil wir... Weil ich beeile mich eigentlich nie mit dem Plays. Machen wir nochmal. Hier. Da habt ihr noch keine Antwort gewusst, also machen wir mal weiter damit. Und gesackt! Bringen wir die raus. Three and out. Three and out, cool. These guys have punted four times already and they're staring at a fifth, barring a conversion here on third down. Da hat das echt gemacht. Da hat das gemacht. Wirklich eine Millisekunde, bevor ich ihn gesackt hatte. Ich stelle den Ball noch weg. Okay. Jetzt hat das gleich geschnallt, was wir spielen, also wechseln wir wieder. Da spielen wir jetzt Cover 6. You really can't hide what you're doing. And I think that right there, he knew right away where the blitz was coming from, where his primary guy was going to be, and he ended up going to a secondary target for a nice game. I was just going to ask you, that wasn't the primary target. And he's so good at that, isn't he? I think he knew. Back now in Buffalo. It's Patriot football, but they trailed. Also bis jetzt läuft der Stand gut gegen die Patriots sogar. Ich hab gedacht, wäre schwerer. Now Brady throwing on second down. Wir sind teilweise echt immer in der letzten Millisekunde rauswirft. Das ist echt. Ich krieg auch keinen richtigen Druck auf ihn eigentlich. Und Deception! So. Dann laufen wir mal wieder. Well, they didn't exactly show patience there, did they? Just down a score, they come out firing right away and compound things by throwing an interception. They put their defense in a really tough spot. Müssten 3 Yards gewesen sein? Ja, 3 Yards. Wir machen wieder den hier. Happy to keep the ball on the ground, right? This is where covering the football, taking care of the ball, all the ball security terms that have ever been used, they come into play for the guys on offense right now. Just take care of it, and they've got a good chance of ending up winning this game. Call it a gain of 5 there on the run, but they'll remain a yard or two short here with third down coming up. Brandon, all things considered, so, they have to feel pretty good about getting considering the blitz that they just had against them. The Bills on third down. They've converted 3 out of 5 thus far. This time they face a 3rd and 2. Green 39! Green 39! Here's Allen. Oh! Mein!
Herz! They would have loved one there, but at least it does get them to fourth down. Not only was the call spot on, how about the execution of that defense right there? Zone was absolutely locked up tight. He was trying to force it in there on third down. But if there's a time to force it, he felt like he needed to make it. Ich hab grad schon wieder gedacht, das wäre eine Interception. Also, ich hab doch eigentlich gesagt, ich will keinen Play-Action-Pass mehr machen. Ich hab's doch gesagt, wieso mache ich es am Ende trotzdem wieder? To see what they can do this time. And there are parts of their last drive they'd like to emulate, and of course they'd like to forget the ending, the interception, but they did put together, Charles, a nice sustained drive to get him down the field. Yeah, and unfortunately for them, the only thing that matters is part two, right? Because once they're through the interception, nix them within screen. That does them no good to go back and say, well, you know, we had a good one going. Finish things off. That's the only way you can get it done. Points allowed, sind wir 32? Also wir sind die am wenigsten Punkte erlauben. Es war jetzt ein bisschen buggy, aber wir haben ihn gesackt. No, out of bounds. Three and out. She'll be incomplete. Certainly what they'd like to have back as it brings up fourth down. A pretty good coverage there in both of these defenses. They've had good coverage throughout this one. Schauen wir mal, dass wir jetzt noch mal punkten. Fangen wir an mit dem Play-Tab. Fangen wir an mit den hier. Allen in the Bills now with a first and 10. Ist mir egal, wir machen den trotzdem. War eigentlich zu erwarten. Der nächste verletzt sich. Was soll denn der Scheiß? Wir machen mal wieder einen Pass. Now Allen throwing on second down. Oh, he's got a man wide open, complete. And he'll be corralled well upfield right around the 40-yard line. Substitute. This is something you gotta be wary of. Und hoffen jetzt mal wieder einen Counter. Because they're in the mode of trying to burn some clock doesn't mean they won't pass him. They got good yardage out of that one. Yeah, and really, when you're looking at it, now they've got a fresh set of downs. Look for second down if they want to. Mann. Der nächste verletzt. Yeah. Scheiß drauf, wir haben genug Spieler. Verletzt euch alle, komm. Am Ende steht ich als Trainer drauf. Lappen. Nee. Substitute. And this is why the head coach gets paid the big bucks. Look at where they are in this situation. Erstmal wieder den hier. Do you throw the ball here in a long distance situation? Do you run it again and trust your defense and make sure you take a warning? What kind of options do you have here? Wir bleiben bei den hier. Yeah, they may have just pushed him back into that throwing situation. We'll see. Possibly a turning point. Big play coming. This is third and long. Here's Allen to throw it. Da hatte ich schon fast gedacht, die wäre gesackt. Ich habe nämlich die Dinger gespürt, den Controller vibrieren. Inside a handoff. Not totally home free yet, but it's looking good as they come up first and 10. On first down, this is Ivory. And he'll take it across the 50 and into New England territory. And now with 1:52 to go, we get another pause in the action. A timeout here defensively. This, in all probability, another run here on second and eight. Give him a timeout. Pass. Was? Kein face mask? Ich bin ziemlich sicher, dass das ein face mask war. Okay. As he'll head to the sideline and talk over what to do next. Was bietet sich denn an? Der hier bietet sich an. On third down. They've hit 4 of 7. This is third and 8.
Waren First Down, oder? Ja. Und dann laufen wir wieder. Some tight spots all game long. That throw, no different. Yeah, a lot of people would call it a gutsy type of a throw. I think he looks at it as I can do it, so it's not that big of a deal to me. And I'm gonna keep firing. Yeah, nothing. Kein Ding, was treffe ich mich denn? Wir sind vorne, wir haben den Ball. Wir haben keine Timeouts mehr. Die Zeit läuft runter. Ist doch alles easy. And he'll take this one down to the 36. Give him two on that run, and they're still left looking at a third and nine to go. Charles, why didn't they just take the knee there? You're asking the question that I'm asking as well, because we've seen a lot of football where coaches decide maybe they get a little greedy. I don't know if they're doing it for stats or for what reason. We've seen it happen in college, and how about in the NFL? The miracle of the Meadowlands. All they had to do was take a knee, and the game was over. The Giants ran it one more time. Ball popped free. Philadelphia picks it up and wins the game. What year was it? 1978. I think it was in November. We do see this a lot from rookie quarterbacks, don't we? They kind of lock in on their intended target. A lot of times they establish that buddy, that guy they depend on. And boy, defense is zero in on it, don't they? A little bit too far. 10-0. 37 Sekunden haben's. Damit gebe ich mich zufrieden. Der Quarterback-Rating wird zwar absolut nicht gut sein, dieses Game, aber egal. Sieg gesiegt. Somit müssten wir Erster sein in unserer Conference. Nice work on the return as they'll start their drive just past the 30-yard line. Wir spielen Cover 4. They might be thinking this is close to a lost cause here. Gotta play it out. What do they need to do? Well, they have a thought process in mind already, but they can't get ahead of themselves. They know that they need to score quickly. Yeah, two score game. Onside kick and get the ball back and then score again. But they can't worry about so the last two points. The only thing that matters is scoring quickly, then they'll take it from there. That throw by Brady incomplete. Line of scrimmage, the 31. As they line up second and 10. To throw is Brady. Nope, Brady. Incomplete. Tre'Davious White, a member of the all-rookie team a year ago, there to knock it away. Big play coming up. Here's third and 10. I would expect to see some pressure here. And we just saw another example. These cornerbacks have played tight coverage all game long. Must start wanting to think about a few double. Nope, Brady. Not with me. Now yet another incompletion here as they fail to connect on third. And I think we'll probably see him go for it here on fourth down. No reason not to. Down a couple of scores, they have to try and make something good happen. Here's Brady. And this is intercepted, and that should do it. Schauen wir mal noch kurz, ob wir noch einen Pass. Ja, komm, wir schauen noch mal, ob wir noch einen Touchdown machen. Beziehungsweise Punkte. Punkte sollte möglich sein. So they'll stop the clock here in a game that's been decided in the closing seconds. This quarterback now, a perfect 8-for-8 to start the second half. Not bad. First and 10. Back to throw. Going deep for Benjamin. Na, da habe ich ihn überworfen. With a clock showing just 3 seconds left. They were looking to get it to Kelvin Benjamin there. That'll bring Schaff us. Schaff us. Despite the lead here in the fourth, just quiet. Not content to sit on this lead at all. And to me, it raises the question of what's right in this game nowadays. Do you sit on the ball and run it because you have enough of a lead? Das war nix. Da will ich die Wiederholung sehen. The team can come back. Extend it. Have some fun. Da hätte ich jetzt gerne die Wiederholung gesehen. Für mich war der drin. Aber egal. 10-0 gegen die Patriots gewonnen. Ich würde mal stark sagen, wir schalten den Schwierigkeitsgrad hoch. Auch wenn ich nicht gerade überragend spiele eigentlich.
aber das schalten wir hoch. So, wir haben Quarterback-Rating von 69, überhaupt nicht gut. Aber wir haben Tom Brady ein Quarterback-Rating von 40 gegeben. Ich bin zufrieden. Wir haben besseren Quarterback-Rating als Tom Brady. Bin ich definitiv zufrieden damit. Upgrade available. Please. Haben wir schon. Kann ich mir nicht leisten. Wie viele Punkte habe ich? Ich habe nur 1400. Ne? Spare ich mal sicher. Dann gehen wir mal weiter. Mit Milano. Du bist ein Linebacker. Bekommt mal noch ein bisschen Pass Coverage. Ihr seid Cornerbacks. Wir spielen am meisten Zone. Zone. Bessere Zone. Wir müssen Cornerback. Wir spielen meistens Zone, also bekommst du mehr bessere Zonenverteidigung. So. Und got me Players. Ich weiß jetzt, ich hab keine Ahnung, wo wir waren. Ich will jetzt einmal wieder von oben nach unten gehen. Irgendwie finden wir schon Leute, die wir da holen können. Wichtig wird's eigentlich eh erst, wenn die Dinger haben. Beim Combine waren. 2 neue Verletzungen, yeah! M. Murphy, mein Halfback, Schultertier. 3 Wochen. L. Thomas, Tight End, Schultertier. 4 Wochen. M. Milano, Linebacker. Dislocated Ankle. Ausgekugelt? Auch viele Dinge weg. Nicht cool. Advanced Week. Dann gehen wir rüber zu Optionen. Leech Settings. Gehen All Pro, All Madden gibt's. Dann gehen wir jetzt auf All Pro. Wir gehen auf den Schwierigkeitsgrad All Pro. So. Wie schaut's aus bei den Standings? Die Ravens stehen 8-0. Die Ravens sind die einzige Mannschaft, die uns bis jetzt schlagen konnte. Deswegen stehen sie auch 8-0, sonst würden sie genauso wie die Patriots 7-1 stehen. Aber egal. Die werden auch noch verlieren. Wie schaut unser Team-Shadow aus? Wir spielen gegen die Bears, gegen die Jets. Haben eine Woche Pause. Jaguars, Dolphins. Jets, Lions, Patriots, Dolphins. Okay, wir müssen hoffen, dass irgendwer die Ravens schlägt. Weil das eigentlich nicht relevant ist für uns, weil wir so oder so in die Playoffs kommen. Auch wenn sie Erster sind. Aber egal, ich möchte als beste Mannschaft in die Playoffs kommen. Wobei sich mein Ziel sollte ich jetzt wieder ein bisschen weiter runtersetzen, jetzt nachdem wir auf All Pro gesetzt haben und nicht mehr nur auf Pro. Wenn ihr sehen wollt, wie ich nächste Runde tierisch aufs Maul bekomme mit dem Schwierigkeitsgrad, schaut jetzt morgen wieder ein, 15 Uhr. Wie immer, Tipps in die Kommentare schreiben, auch wenn es bis jetzt noch keiner gemacht hat, weil kaum jemand zuschaut. Aber egal. Falls es jemand sieht und bis jetzt geschaut hat,
Schreibt mir Tipps in die Kommentare, was ich besser machen kann. Wie ich noch besser im Laufspiel hinkriege. Ich bin schon zufrieden, 50 Yards. Es ist besser als die minus 10, die wir bei den ersten Spielen hatten. Aber schreibt es trotzdem Tipps in die Kommentare und seid morgen 15 Uhr wieder dabei. Ciao.